Η περιοχή Αλγκόη. Εκεί βρίσκεται το αγρόκτημα της οικογένειας Λάου. Μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος προέρχεται από την παραγωγή γάλακτος. Αλλά οι περισσότερες από 40 αγελάδες δεν παράγουν μόνο γάλα, αλλά και ένα ιδιαίτερα πολύτιμο διατροφικό προϊόν, το κολόστρουμ. Το κολόστρουμ, το οποίο ονομάζεται και πρωτόγαλα ή πίαρ, είναι τόσο παλαιό όσο και η ανθρωπότητα, αλλά τώρα ανακαλύπτεται εκ νέου στα πλαίσια της αναζήτησης του ανθρώπου τρόπων αξιοποίησης των θεραπευτικών δυνάμεων της φύσης. Η Γκέρτρουντ Λάου εξηγεί γιατί το κολόστρουμ είναι τόσο σημαντικό για την ζωή των νεογέννητων μοσχαριών. Also Kolostrum ist bei uns, sagt man da Biesmilch dazu, ist die Milch, die die Kuh also 6 Wochen vor dem Kalben wird sie trockengestellt und dann bildet sich da praktisch im Euter und im Organismus von der Kuh bildet sich diese Biesmilch. Und erst ab, wenn sie dann kalbt, wird die dann nachher gemolken und dem Kalb gegeben. Und das ist also ganz wichtig, weil die Biesmilch hat ganz viele Abwehrkräfte, Mineralstoffe und Vitamine drin. Und das braucht das Kalb unbedingt zum Überleben, weil das Kalb kommt ohne Immunsystem auf die Welt. Also es würde wirklich sterben, wenn man ihm die Biesmilch nicht gibt. Ιδιαίτερη σημασία για τα μοσχαράκια έχουν οι δύο πρώτες συλλογές του Colostrum ή πρωτογάλακτος αμέσως μετά τη γέννηση. Da muss ich darauf achten, dass ich also wirklich nur die ersten 12 Stunden Zeit habe, weil es auch in den ersten 12 Stunden nur Biesmilch heißt und auch die Biesmilch gebildet wird. Und darum melke ich die Kuh dann 2-mal in dieser Zeit. Und dann kriege ich also so viel wie möglich an Biesmilch raus und das kriegt dann das Kalb. Ο ιατρός διατροφολόγος Dr. Sven Verhan ασχολείται με την έρευνα του Colostrum σε επιστημονικό επίπεδο. Die Kuh produziert in den ersten 12 Stunden das hochwertigste Kolostrum. Das heißt, da sind die meisten Inhaltsstoffe drin, in höchster Konzentration, insbesondere Immunglobuline. Das kennen wir unter dem Begriff Antikörper. Das sind Stoffe, die Viren, Bakterien erkennen können und für das Immunsystem sozusagen markieren. Das Immunsystem weiß dann, aha, Eindringling muss ich vernichten. Εκτός αυτού, το Colostrum εμπεριέχει αυξητικούς παράγοντες, θρεπτικά στοιχεία, μέταλλα και βιταμίνες. Στο βαθμό που η λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος της αγελάδας και του ανθρώπου είναι ανάλογη, το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επεξεργαστεί το ζωικό κολόστρουμ χωρίς πρόβλημα. Σε πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί πως το κολόστρουμ αποτελεί ένα πραγματικά πλήρες πακέτο προστασίας. Vor allem natürlich im Bereich Schutz. Da gibt es eine aktuelle Studie aus Italien, die sagt, beim Schutz vor Grippe hilft Colostrum 3-mal besser als die herkömmliche Grippeimpfung. Dann hilft es beim Muskelaufbau und der Regeneration nach sportlicher Belastung und es ist sehr gut bei der Wundheilung nach Operationen. Και όλα αυτά χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο. Το Colostrum ως τοπικό φυσικό προϊόν και χάρη στην ανυπέρβλητη σύνθεση δραστικών ουσιών δρά πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από τη σύγχρονη συμβατική ιατρική. Επειδή οι αγελάδες παράγουν λίγο περισσότερο κολόστρουμ από όσο χρειάζεται το νεογέννητο μοσχάρι, το πλεόνασμα συλλέγεται από τους αγρότες, υποβάλλεται αμέσως σε βαθία κατάψυξη και μεταφέρεται ως επεξεργασία. Προκειμένου να μπορεί να καταναλωθεί από τους ανθρώπους, το κολόστρουμ πρέπει να καθαριστεί επιμελώς. Η Σαλότ Άντλερ, παραγωγός κολόστρουμ, ανέπτυξε μια ειδική μέθοδο γι' αυτό. Wir wissen, dass Colostrum sehr viele, sehr wertvolle Inhaltsstoffe hat, die bei einer Erhitzung zerstört werden oder weniger werden. Daher verwenden wir ein Kaltherstellungsverfahren, das aus der Biotechnologie stammt. Und damit können wir 100% der Inhaltsstoffe auch erhalten. Und das ist wichtig. Το καθαρισμένο, ρευστό Colostrum εμφιαλώνεται αποσυρωμένο σε μικρές φιάλες προς πώληση. Άλλες διαθέσιμες μορφές είναι σε μασόμενα δισκία ή σε μορφή σκόνης μέσα σε κάψουλες. Σε όλες τις μορφές, η δύναμη του Colostrum είναι πλήρης. Ο τρόπος με τον οποίο το ασυνήθιστο αυτό πακέτο προστασίας δρά είναι γνωστός εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Πολλοί γιατροί, όπως ο γενικός παθολόγος και αθλίατρος Μάρκο Προύμερ, συνιστούν στους ασθενείς τους την λήψη Colostrum για τις πλέον διαφορετικές ενοχλήσεις και συμπτώματα. Viele haben einfach überhaupt keine Beschwerden mehr, wenn sie Colostrum halt regelmäßig einnehmen. Also wunderbar einzusetzen bei Patienten mit Erkrankungen aus dem Bereich der Allergien. Colostrum ist wunderbar einsetzbar bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises oder bei aktivierten Arthrosen. Insofern ist es auch hier so, diese Patienten müssen zum allergrößten Teil weniger schulmedizinische Medikamente mit Nebenwirkungen halt einnehmen. Das funktioniert wunderbar. Ιωάννα Πέτερ.
34χρονη ο βοηθός οδοντιάτρου ζει με την οικογένειά της κοντά στο Αμβούργο. Οι εμπειρίες που είχε με το Colostrum ήταν πολύ καλές. Also die Kinder sind nicht mehr so oft krank und gerade bei mir habe ich das festgestellt. Ich war gerade am Anfang des Jahres, nachdem ich Finn abgestillt habe, war ich andauernd erkältet. Und seitdem ich jetzt Colostrum nehme, muss ich sagen, es hat sich verbessert. Wir nehmen das immer zum Frühstück, damit wir das nicht vergessen. Ein Glas Orangensaft, schmeckt ganz lecker. Es gibt keine Geschmacksveränderung. Die Kinder trinken das total gerne. Ja, und ich weiß, dass es was Gutes ist und trinke das sowieso. Αλλά και ο Christian Eilers είναι πεπισμένος για το Colostrum. Ο 53χρονος κάτοικος του Αμβούργου παλαιότερα υπέφερε από συνεχή κρυολογήματα, αλλά τώρα ενισχύει καθημερινά το ανασωπητικό του σύστημα με Colostrum. Mein Arbeitsalltag ist sehr anstrengend, stressvoll. Ich komme zu wenig an die frische Luft. Ich ernähre mich natürlich auch nicht richtig, mache zu wenig Sport, keine Bewegung. Und da ist dann schnell mal eine Grippe, die man sich eingefangen hat. Ja, wenn ich spüre, dass ich irgendwie nicht mehr ganz fit bin, ein bisschen schwach werde, man merkt das ja, wenn eine Grippe oder eine Erkältung im Anzug ist, dann nehme ich mal ein Colostrum. Und die Wirkung, die entfaltet sich ausgesprochen schnell und ich fühle mich gleich wieder fitter. Η Gertrud Lau από την περιοχή Allgäu γνωρίζει εδώ και καιρό τη δυναμωτική δράση του Colostrum. Η οικογένειά της εμπιστεύεται εδώ και γενιές τη μοναδική αυτή προστασία που μας έρχεται απευθείας από τη φύση. Kenne du das jetzt eigentlich schon seit der Kindheit? Weil meine Mama, die hat dann immer diese übrig gebliebene Milch mit in die Küche reinbracht und dann stand sie da so einen halben Tag auf dem Herd und dann ist es wie so Quark geworden, so gelber Quark und den haben wir dann nachher zum Essen gekriegt. Das war so unsere, ja, unsere Zusatzernährung. Kann ich jetzt nicht klagen, dass ich jetzt krank bin oder sonst irgendwas. Also mir geht es richtig rundum gut.